Hey Leute, herzlich willkommen, Pony hier, weiteres Gameplay. Diesmal mit Poppy, werde hier auf die Toplane spielen. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich dort gegen Nasus spielen werde. Scheinbar treffe ich dort auf, ja, entweder Talon oder Heimerdinger. Heimerdinger wäre, glaube ich, ziemlich schwierig als Poppy. Heimerdinger kann sehr gut eine Lane pushen. Gerade gegen Nahkämpfer wie Poppy, Nasus oder so ist er ziemlich mächtig. Ja, und gerade nach dem neuen Buff von Heimerdinger ist er natürlich nochmal mächtiger. Habe ich nicht so Bock drauf. Naja, wir haben auf jeden Fall hier Brand in der Mitte. Vielleicht trifft der auch auf Heimerdinger, was ich aber nicht glaube. Wir haben Jarvan im Jungle, Vayne als AD-Carry und Lulu als Supporter. Gegner haben Ess als AD-Carry und Leona als Supporter. Ja, Talon dann vermutlich Mitte, Heimerdinger Top und Nasus im Jungle. Die haben hier zwei sehr mächtige Tanks. Heimerdinger, der sowieso fucking OP ist. Naja, aber wir machen auch gut Damage. Wir haben Vayne mit ihrem True Damage. Wir haben Lulu, die sowieso saugeil ist, wo einfach ein Champion in irgendein komisches Viech verwandeln kann, wo ein Mate mit ihrer Ulti viel größer machen kann, was die ganzen Gegner hochwirft. Ja, dann haben wir hier Brand mit seinem Flächen Damage mit seiner fetten Ulti, wir haben Jarvan und wir haben natürlich Poppy, Lolly Poppy, die ist ganz süß. Ich finde, hat mir den Skin heute geholt, ich finde ihn echt lustig, weil er einfach süß ist. Mit so einem Lolly finde ich cool. Naja, Top Lane, ich kaufe mir. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich kaufen soll, weil ich eben nicht genau sagen kann, was auf der Top-Lane ist. Ich werde auf jeden Fall im Early. Hatte ich vor, ein bisschen tanky zu gehen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen doof, tanky zu gehen, weil ich eben nicht weiß, ob ich dort auf AP oder AD treffen werde. Darum kaufe ich mir Dorans Plate als erstes. Ja, funny Skin. So, wir gucken mal. Mein Q-Spell. Ne, wir gucken erstmal meine Passiv hier. Physical Damage, wo mehr als 10% meines aktuellen Lebens machen würden, werden um 50% reduziert. Ob magisch oder normal, ist egal, was ja ziemlich cool ist. Was? There are like all who have that skin, I guess. Da fehlt das Now. Wahrscheinlich. So. Mein Q-Spell macht hier Schaden am Gegner, also beim nächsten normalen Angriff. Und hier zusätzlich 8% vom maximalen Leben des Gegners als magischen Schaden, was ziemlich viel ist. Hier und so ein Punch kriegt hier der erstmal ab. Okay, ich habe Heimerdinger top. Boah. Guckt euch den Scheiß an, Heimerdinger ist so OP. Boah. Naja, versuchen wir einfach ein bisschen unterm Tower hier zu farmen. Werde ich vermutlich ziemlich viel Farm verlieren. So, wir leveln als nächstes unseren W-Spell, mit dem wir hier bei jedem Angriff passiv ein bisschen Rüstung und AD bekommen. Ich brauche echt schon Hilfe. Der pusht zu heavy. Aber ich denke mal, er wird auch dadurch, dass er hier mit den ganzen Creeps Attack, beziehungsweise mit den ganzen Towern, einiges an Last jetzt verlieren. Dummerweise kann er mich ziemlich gut runterpoken.
bisschen gefährlich hier. So, wir leveln einmal unseren E-Spell. Oh, dieser neue Heimerdinger. Fucking OP. Okay, ich glaube, er hat einen Ignite und dann bin ich gleich tot. Ja, toll. Ich brauche dringend Hilfe. Er pusht zu hart. Ich kann. Komme hier kaum aus meiner. Wow, fuck. Tower Range raus. Okay, ich muss zurück. So. Das war knapp. Hat er gedacht, er könnte mich diven. So. Machen hier mal noch ein paar Last Hits. Ach, das Vieh ist das. Ich habe mich gerade gewundert, was das ist. Die sind mittlerweile gesilenced, wenn... Beziehungsweise, ja, sind gesilenced, während Heimerdinger nicht in der Nähe ist. Dadurch... können sie nicht attackieren, sie verschwinden nicht mehr, was eigentlich besser ist für Heimerdinger. So. Magires. Brauche auf jeden Fall Magires. So, wir gucken mal kurz Farm, wie es aussieht. Wahrscheinlich hat Heimer, ja, er hat schon einiges mehr. Gerade ein bisschen übermütig. Aber ich habe gesagt, dass da ein Wort steht. Gott. Ich komme nicht dran. Oh oh. Oh oh. Danke. So, ich habe mittlerweile meine Ulti, die ziemlich mächtig ist. Dummerweise habe ich kaum Mana. Er hört einfach nicht auf zu pushen. Ist doch unfassbar. Ich komme hier nicht gescheit an die Creeps ran. Oh, da war die Ulti. Hat mich aber nicht getroffen. Ich könnte eigentlich gerade schon wieder weggehen. Was denn? Schaust du doch. Achso, er will den Brand geben. Heimer, regt mich voll auf gerade, der Typ. Das muss echt... Ihr seht, ich komme kaum an ihn dran, ohne viel Schaden von den Towern zu fressen.
So. Da ist ein Ward. Ich hoffe, ich. Okay, der Gegner. Ne, das ist der Midlaner. Scheiße, wo ist der gegnerische Jungler? Nasus, oh oh. Ja, könnten mich bald mal diven eigentlich. Wenn ich mir das jetzt so genau angucke. Sehr schwierig hier zu farmen. Und da ist wieder die Ulti raus. Ja, ich max mein Q-Spell zuerst. Um schön mit einem Schlag quasi viel Schaden verursachen zu können. Und versuche ja einfach das Beste aus dem Spiel zu machen. Ihr seht, der zusätzliche Schaden, den ich hier verursache, ist magischer Schaden. Nicht normaler. Na geil. Oh mein Gott! Best Ult! Er hat mich mehr McKnight, ja. Das hatte ich nicht gesehen. Bitte tötet er ihn nicht. Das wäre. Nein, nein, er stirbt, er stirbt, er stirbt. Ja, scheiße. Ach ja. So, wir kaufen uns das. Zusätzlich kaufen wir uns hier schon mal ein wenig AP. Und ja, ganz viele Live-Pots, weil ihr seht, wie stark hier mich Heimerdinger poken kann. Wow, er hat schon 20 Creeps mehr wie ich. Und ich glaube sogar noch einen Kill mehr. Nee. Er ist einmal mehr gestorben, aber ja. Vielleicht können wir den Spieß ein bisschen umdrehen. Ah, sieht schlecht aus. Sobald ich hier in seine Nähe kommt. Beziehungsweise in die Nähe der Tower kommen, werde ich schön attackiert. Zusätzlich, ja, habe ich keinen Mana-Rack im Vergleich zu ihm. Oh man, das ist echt ein GG hier, die Top-Lane. War keine gute Idee hier, so weit ihn zu attackieren. Sag mir jetzt nicht, hier kommt was. Na toll. Oh mein Gott! Help! Nice one! Oh mein Gott. Ja, echt schön gedived hier vom Gegner. Glück gehabt. Oh mein Gott. Wow. Da hat er sich töten lassen. Thanks. Tja. Read Patch Notes, dann wüsstest du das Heimerdinger. OPs.
Oh mein Gott! Toll, jetzt kann ich gar nichts mehr auf der Toplane machen. Die machen Drachen. Bin ich mir ziemlich sicher. Schön, der ist down. Hab ihn zwar nicht bekommen. Na shit. Drache ist schon wieder regeneriert. Ja, Heimerdinger hat jetzt 2 Kills hier bekommen, oder? Ja, doof gelaufen für mich. Weil ich ihn jetzt, ja, natürlich noch mehr Probleme damit habe. Er macht jetzt noch mehr Schaden. Geh nicht top, wenn du nicht weißt, wie der neue Heimer ist. Meine Fresse. Schön ist hier, ich sehe jetzt an den Towern eigentlich auch, dass er fehlt. Und ich weiß, dass er ja jetzt wieder da ist. Und dazu muss ich eigentlich nicht mal irgendwie. Schön. Aber ich fress zu viel Damage von ihm. So, ich hoffe mal, mein Team zockt auf irgendeiner anderen Line besser wie ich. Scheiße. Oder auch nicht. Was ist das eigentlich? Werde ich hier die ganze Zeit gedived? Naja, immerhin hat Heimer hier schon. Nasus schon zweimal seine Ulti für den. Dive gewastet. Kaufen uns hier mal Schien. Zusätzlich ein bisschen AD. So, Toplane fehlt. Passt bloß auf. Ja, geil. Mein Farm ist sowas von schlecht. Fuck you. Spielt er hier so einen Broken Champion? Aber ja, vielleicht kann ich ja ein bisschen noch aufholen mit dem Farm. Okay, Mitte braucht dringend Hilfe. Na, okay, Mitte fehlt. Naja, es ist in der Mitte, dann gehen wir trotzdem mal in die Mitte hier. Wow! Okay, ich dachte gerade, er spielt auf AP. Schön, und hier kommt schon zum Fight! Nice, ich brauche eh keine Kills. Nein, nicht dive'n bitte. Muss dringend wieder top. Ja, ich hätte diven können.
Ich weiß, ich hatte auch meine Ulti. Ich will den dicken Creep. Fuck, ich krieg ihn nicht. Oh, meine Fresse, was macht sie denn? So. Momentan sieht's ganz gut für mein Team aus, was die Kills angeht. Bei mir persönlich jetzt nicht ganz so gut, vom Farm her. Natürlich ein bisschen arg behind im Vergleich zu Heimerdinger. Aber es sieht so aus, als könnte mich mein Team eventuell carryen. Und im Late Game, ja, okay, wir haben noch Nasus. Beziehungsweise die Gegner haben noch Nasus, dummerweise. Aber auch dem verursache ich ziemlich viel Schaden mit meinem Q-Spell. Und das Tolle ist an Poppy, dass man den AD-Carry ziemlich gut rauspicken kann. So. Mittlerweile habe ich den W-Spell gemaxt. Nicht den Q-Spell. Warum kämpfen sie? Warum? Ja, Quiet. So, wir damagen hier den Tower schön. Hau doch ab, was tust du denn? Guckt euch die an. Meine Fresse. Finde ich nicht, jetzt gar nicht gut. Okay, wir haben die Lane ein bisschen gepusht, haben Tower gemacht. Ja, not worth it. Mein Team hat es wahrscheinlich nicht gemerkt, dass ich top bin. Und hat hier ja gekämpft und ordentlich aufs Maul bekommen. Wodurch wir jetzt zwei Tower verloren haben. Was natürlich nicht gut ist. Und Heimerdinger pusht und pusht. Drache ist ab. Komm, wir machen Drache. Ich kann die Toplane hier eh schwer deffen. Weil wenn ich muss deffen, das ist das Problem. Der pusht so schnell. Ich hätte, glaube ich, doch lieber Shyvana oder so picken sollen. Was haben wir für Items? Okay. Oh mein Gott, guckt euch den an, ey. Woo! Fuck you, Heimer! Schnell weg. Ja, more luck. Dafür habe ich jetzt ein bisschen Gold bekommen. Wie viel hat er denn gegeben? Ah, er war, glaube ich, gar nicht mehr im Killing Spree. Und die pushen hier zu zweit, bisschen gefährlich. So, ich habe einen Blue Buff bekommen, sehe ich gerade. Tja, und sie kämpfen wieder mal. Sie haben es, glaube ich, nicht gecheckt. Einfach ab. Sehr schlau. Sie merken es nicht, sie pushen wieder zu zweit. Nasus.
Ne, der hat wahrscheinlich dann nur ein Ward hingelegt. Tja, die Zeit für mich, Farm zu bekommen, ist natürlich jetzt dummerweise vorbei. Weil, ja, Brand um einiges mehr Schaden macht. Ja, Heimerdinger ist top. Brand ist, ja, Brand ist weggegangen. Oh mein Gott! Nice! Ja, ich würde ihn ja gern diven. Yippie! Nein! Blöder Tower-Hit. Scheiße, auf jeden Fall habe ich gerade schön viel Gold bekommen. So, wir kaufen uns hier als nächstes bis ins Spellvamp. Ist ziemlich praktisch mit Poppy. Ja, ganz schlau. Hau lieber ab. So, 5-2 mittlerweile. Wir haben gerade ein paar Kills bekommen und haben ein bisschen. Ja, ein bisschen aufgeholt, was Stats angeht. Ist doch krass, wie schnell hier der. Oh nein, da kommt Heimerdinger. Okay, er ist tot. Oh, eventuell. Good job. Nein, Ulti! Boah. Ja, ich dachte gerade, unsere süße Pixie wird attackiert. So. Pippi! Ulti auf nächsten Level! Ja, meine Ulti übrigens macht mich für 8 Sekunden immun von Damage von anderen Gegnern. Also ich kann einen Gegner auswählen, nur dieser kann dann quasi Schaden an mir machen. Die anderen eben nicht. Wow, shit! Oh mein Gott, was ist das jetzt? Okay, Heimerdinger. War ein bisschen blöd, da reinzurennen. Wo ist Wayne? Wayne ist AFK. Oh mein Gott. Wayne. Ach, warum ping ich? So, wir kaufen uns schon mal das Lifesteal. Oh, komm schon, Vayne. Schön AFK gewesen. Red ist ab, Drache ist ab. Und ja, Gegner leben auch wieder alle. Okay, Drache down. Ungefähr um die Uhrzeit. Schwer zu sagen, ohne Wort.
So. Komm, komm. Ja, macht ihr erstmal gechillt hier den. Okay. Oh, schön. Keine Ulti mehr. So. Die müssen top deffen, was bedeutet, wir können eigentlich Mitte pushen. Nein, das ist eh gemacht. Oh, meine Fresse. Kommt schon. Tja, wir hätten Zeit gehabt, top zu pushen. Oder können immer noch. Aber ist jetzt. Ja, jetzt ist es zu spät wieder mal. Fucking Coop. Yo. Schön. Ihr seht, ich kann den AD-Carry ziemlich gut als Poppy rauspicken. Das Blöde ist, man sieht, wir sind hier. Ja, die Gegner haben Nasus. Und wir haben immer noch keinen Inhib. Mittlerweile hätten wir ihn schon längst. Hätten wir schon längst so weit pushen sollen. Ich bin zu low für den Nasher. Ja, wie. Genau, prepare for Nasher. Go back. Weil die Gegner hier eventuell jetzt direkt zum Nasher rennen könnten. So, wir kaufen uns das Hack-Tack Gunplate. Wobei Blade of the Wound King mittlerweile auch ziemlich geil mit, wahrscheinlich ist mit Poppy. Habe ich noch nicht mit ihr gespielt, habe sie lange nicht mehr gespielt. Oh, mein Farm ist immer noch ziemlich kacke. Merke ich gerade. So, alle top, würde ich mal sagen. Okay, die wollen jetzt echt Nächer machen. Ohne Pink and Ward oder Oracle ist ein bisschen arg gefährlich, finde ich. Aber ich bin natürlich dabei. Und wir haben ihn schon. Komm, wir pushen top. Schön Team. Na, ja, lass mir ein bisschen farmen. Okay, ich krieg keinen Farm. Passt schon. Es pusht hier die Mitte, was soll denn das? Dummerweise haben wir echt wenig Vision. Oh, da ist die Leona. Lol, was war das? Hier habt ihr eine Leona! Oh mein Gott! Aha. Ähnlich wie bei Vayne's E ist dann nicht die Gegner auch, wenn ich sie an die Wand klatsch. So. Am besten finishen wir doch direkt.
So, GG, hoffe hat euch gefallen, ihr habt gesehen, ich habe im Early Game so wenig Farben gehabt und trotzdem das Game noch gut gewonnen, hoffe, ja, hat euch gefallen und ja, bis zum nächsten Mal.